Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Imperium Galactic Survival. Und wieder mit dabei ist der Onkel von Gamers Check LP. Ja, hallöchen! Ja, und wieder nicht dabei, leider, leider, ist der Revano, denn der hat wieder unverhofft Internetprobleme. Ja, hallo! So, ich muss mal nachmachen. So, ja, und zwar muss ich zugeben, das letzte Mal, wo wir die Session beendet haben, kam ich nicht mehr von dem Spiel weg und ich habe so ein bisschen was hier gebaut. Und zwar, wie du siehst, ist jetzt hier draußen so ein kleiner Aufgang. Ja. Weil hier der Berg, der hat mich schon die ganze Zeit gestört. Ich habe hier auch so einen kleine Treppe nach unten gemacht. Die da hinführt. Jetzt komm mal mit, jetzt muss ich dir mal meinen Stolz zeigen. Und okay, zwar, da habe ich, deswegen habe ich eigentlich so ewig lang noch gezockt. Und zwar den Übergang zum Gewächshaus. Ihr wisst ja, und dann habe ich hier, guck dir das mal an. Aha. Das geht natürlich noch weiter hinter, ne? Das wird noch ein längliches Gebäude. Das sieht aber so klein aus, das Gewächshaus. Es geht noch weiter hinter, wie gesagt. Es wird noch länger. Das ist jetzt bloß aber das hast eine... du jetzt gut hingekriegt, wie so eine Bohrinsel, ne? Ja, sieht geil aus, ne? Hm. Wo habe ich da lang dran gebraucht? Oh, die Sonne, die blendet jetzt richtig schön hier durch die Glasfront. Ja. Gut, wollen wir da reingehen? Ja, wir gehen rein. Ja, das Ding ist halt, ich habe hier halt auch schon... Ne, ich habe hier halt auch schon drin ein bisschen gebaut, um zu testen. Aber ich muss dann mal gucken, ob ich das überhaupt wieder hinkriege hier, so wie es war. Da oben, das ist eine Kiste, da kommt Samen rein, ne? Nochmal so. Die habe ich ja hier rein. Ran sogar? Ja, ja. Tatsächlich. Krass. Die habe ich da extra hingemacht. Cool. Und das will ich noch um eins, zwei, vielleicht noch weiter. Das soll auf jeden Fall ein großes Gewächshaus werden. Wir haben ja so viel Samen. Ist das Absicht, dass du die Fensterscheiben andersrum gedreht hast? Ja. Okay. Weil das soll von innen zu aussehen, aber von außen sieht es cool aus, wenn die Dinger dran sind. Ich seh's gerade, warte mal. Ich hab doch ein Jetpack, warte mal. Na, gehen wir mal hin. Jetpack an mit. Lol. Ach, so ne Dinger sind das. Ich dachte, das wären jetzt Glasscheiben. Genau. Das sind von innen getönte und von außen verwöhnte. Genau. Bloß und dieser Übergang hier mit diesen schrägen, leckt mich am Arsch, habe ich da ewig lang gebraucht, dieses Rundrum. Boah. Okay. Und das wird dann zum Abschluss. Bist du das so hattest, wie du es wolltest, oder was? Ja, genau, das ist das so schräg hab, weil da sind viele verschiedene Steine. Das sind so Ecksteine und noch so Dreiviertelsteine mit drin und oh. Hm. Da hast du bis zum Boden. Nee, hast du gar nicht bis zum Boden. Aber sieht fast so aus. Eben, es sollte ja nur, ne? Ich kann es ja noch bis runter setzen, einfach der Vollständigkeit halber, aber zurzeit ist das ja Quark. So, okay, was wollten wir denn machen? Du wolltest an dem Raumschiff noch was machen? Nee, du wolltest hier einen Dings, ich sollte hier einen Raum hochziehen noch, ne? Genau, also hier wollten wir auf jeden Fall noch einen Raum bauen für die Generatoren, dass wir die mal aus unserem, ja, fähigen Raum rauskriegen, dass wir mehr Platz haben. Ach, du willst die komplett rausreißen, du willst sie nicht hier drin lassen? Nee, oder? Also die kannst du ja hier stehen lassen, nur wir brauchen ja mehr Fuel-Tanks, ne? Hm. Deswegen können wir die dann hier ransetzen. Okay, upsala. Ich drücke mal wieder F. Wir müssen uns ja irgendwie vergrößern. Sonst passt das alles nicht mehr. Okay. Stimmt, ich hatte ja in der letzten Folge auch mein Schiff weitergebaut, oder unser Schiff. Dass das so ein bisschen aussieht wie ein Gleiter, damit wir da mehr Platz haben und so weiter. Damit wir da auch zu zweit und zu dritt uns reinsetzen können. Genau, das war halt immer schön nebeneinander oder so ein Zeug, ne? Aber naja, geht, funktioniert, wird das wahrscheinlich ein übelstes Frachtschiff. Ich weiß nicht, soll ich den Raum draußen jetzt bauen oder brauchst du den jetzt momentan noch nicht? Also jetzt sofort nicht, aber generell halt, dass wir den mal bauen. Weil dann würde ich nämlich erstmal ganz kurz hinten so ein bisschen mein Gewächshaus weitermachen. Ja, kannst du ja machen. Ich muss jetzt gerade eh zusehen, dass ich hier die Blöcke wieder aus meiner Tasche nehme, aus meinem Frachtcontainer. Damit ich nämlich hier wieder weiterbauen kann. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Hälfte fehlt. Hast du schon. Alter. So, dann kommt nämlich hier wieder welche hin. Zwei. Aber unsere Gegend ist hier relativ tierlos momentan. Ich sehe da nur ein so ein Schleimvieh, aber sonst. Aber vor uns, wo ich eingetreten bin, ich glaube, die sind jetzt nachtaktiv, glaube ich. Weil wo ich reinkam auf den Server, war es ja noch Nacht. Ja. Und da ging es da draußen ganz schön ab. Okay. Ab geht die Post.
So, da packen wir das dann so hin. So, jetzt muss ich natürlich wieder wissen, was ich da hatte. War das Rumpfblock oder Innenwand? Das Wenn ich das wüsste, wäre ich schlauer. Innenwand waren diese Blöcke. Ja, die habe ich als Fußboden genommen. Das ist gut. Dann weiß ich hier Bescheid. Aber wie ging das jetzt nochmal zu drehen? Ah, verdammt. Ich glaube, hierhin habe ich das gelegt. Jo. Das Drehen ist immer so eine Sache für sich. Das ist... Ja, das ist... Ich finde es auch nicht so toll. Da finde ich das, wie die das in Minecraft gelöst haben, deutlich besser. Weil da kommt es ja drauf an, wo du es dran... Also wo du drauf guckst. Ja. Lol. Raumschiff zappelt schon wieder ganz komisch rum. Gefällt mir gar nicht. Vor allem während ich dran rumbaue. So, hier hatte ich das hin, ne? Ja, genau. So hatte ich das gemacht, ne? Wie fein gemacht. So. Das muss ich jetzt noch drehen hier. Oh. Alles gut bei dir? Ja. Ich kommentiere bloß, was ich sage. Ich kommentiere bloß, was ich rede. Ach Mensch, Kopfhörer auf. Ich lasse es bleiben. Kopfhörer aufgefallen. Ach, was? Ich kommentiere bloß, was ich mache. Tag. Das wollte ich sagen. Guten Tag. Warte mal, die Dinger hier, die kann ich wieder. Entschuldigung, ja. Ich muss jetzt ja versuchen, das hier alles gleichmäßig zu bauen. Das Ding ist, ich glaube, gesehen zu haben. Alter, jetzt bewegt sich das Raumschiff schon wieder. Ich glaube, gesehen zu haben, dass es irgendwie eine Funktion gab, gespiegelt zu bauen. War das nicht. Oh, es gibt neue Sachen. Was? Jo, hier zum Beispiel Fenster vertikal in runden Form. Wo denn? Auf im Konstruktor. Okay. Mal schauen. Im Technikbaum. Was wir da so haben. All Weasel. Automatiktür. Die brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen. Und dann das. Dann diese schrägen Fenster schräg, 1x1 war das. Gott, ich glaube, das wird richtig hässlich aussehen. Ja, jetzt haben wir sogar noch Fenster schräg 1x2, was auch sehr interessant aussieht, aber das ist jetzt zu spät. Okay. Aber ich glaube, die ganzen Sachen, die ich jetzt hier so, die kann ich wegreißen. Also die kann ich hinbauen, wegreißen, kriege die Materialien wenigstens wieder. Das lasse ich mal noch drinnen hier. Muss ich dann zusehen, wie ich das hier hinkriege? Schwer. Wie ich das jetzt hier löse. Also die kommen... ich nehme mir mal diesen Abbauer wieder mit, ne? Kannst du. Ich habe doch einen eigenen. Gebaut? Ich habe einen eigenen. Okay. Ja, dann hatte ich, glaube ich, mal auch schon eingebaut. Mhm. Das ist eine Treppe, ja, genau, das sind Fenster, da konnte ich gerade mal noch eins machen. Warum? Was fehlt denn da? Glasplatte. Auf Platte gebaut. Jodige. Oh, gibt's auch neue Waffen? Hm? Nee, doch nicht. Ich hab gedacht, es gibt neue Waffen, aber das war nicht so. Gab's denn hier Material? Ach, hier war das. Glasplatte. Machen wir mal 20. Oh. Wie schaut's denn eigentlich aus mit Materialien? Warte mal, den Scheiß kann ich hier hinbauen. Raumschiff, das bewegt sich hier gerade ganz seltsam. Das kann ich hier hinbauen. Bitte nicht erschrecken, wenn du jetzt reinkommst. Mal gerade schauen. Ich weiß nicht, du hast ja jetzt diese Treppe da so schön gebaut, ne? Willst du da nicht vielleicht, eine Landeplattform bauen, damit wir da immer so hinlaufen können. Wäre keine schlechte Idee, oder? Also meistens wird eine Landeplattform da oben hinbauen, nicht auf unser Dach? Genau. Ja, wir können ja oben auf dem Dach auch noch zusätzlich, ich meine, ja, mehrere Raumschiffe bauen. Mach mal halt hier einfach einen Parkplatz erstmal hin, dass du landest. Ja, genau, erstmal so eine kleine Landeplattform, weißt du? Damit ich da drauf landen kann und da weiterbauen kann, weil momentan ist es echt schwer, hier auf dem halben Hügel zu bauen.
auf dem Kübel. So, wie sieht's denn eigentlich hier drin aus? Ach, ist schon alles zerlegt worden. Hm, okay. Echt? Und zusammengebaut. Die ganzen Materialien sind alle schon weg. Also schon drin. Ihr wisst schon. So. Nein. Wie groß müsste denn der sein? Wie viele Platten hat denn dieses Ding? Ein, oh, das sind ja eins. Hä? Eins, was? Warum sind denn das so kleine Ecken? Also eins, ja, schon mal richtig. Wow. Ey. Ich weiß nicht. Nein. Sicher, dass du das nicht warst? Ja. Ja. Ja, sagt er. Ja. Es geht mir um die Breite, weißt du? Deswegen gucke ich mir gerade mal dein Mobil an. Das Automobil. Mhm. Willst du dann dort auch so ein Loch drin haben, wo du von unten rankommst? Ja, das wäre gut. Okay, nee. Und schon ist die Priorität woanders. Hm. Ja, wunderbar. So geht das. Oh, so kann man den, Revan hätte ich schon gesagt, so kann man den Onkel ablenken. Das ist wohl wahr. Dies ist wahr. Baue ich das denn jetzt am besten? Warum ist denn das Fenster hier? Das wollte ich doch wegreißen. So lasse ich das schon mal. Und dann mache ich hier die Passagiergondeln mit hin. Die brauchen ja irgendwie wohl vier. Was ist denn das hier? Hier hin. Ach, genau. Genau. Ich wollte ja eigentlich draußen diesen hässlichen kleinen Generator, der da draußen steht, wo wir alles zerlegen, wollte ich eigentlich wegreißen da unten, weil der ins Haus reingeht. Okay. Und wollte den anders hinstellen, aber das Problem ist, den kleinen Constructor gibt es nicht nochmal. Den gibt es nur am Anfang des Spiels. Ah, okay. Und jetzt ist der andere Constructor, der nächste Größe ist, sehr, sehr viel größer. Ach stimmt, es gibt ja einen Advanced, ne? Jetzt noch einen zusätzlichen, den wir noch genau, bauen. Den habe ich gebaut. Constructor ja. Klein habe ich gebaut, um die Sachen, dass wir die zerlegen können. Aber das Ding ist riesig. Für einen kleinen Constructor. Das Ding ist einfach mega riesig. Einziges, was ich machen könnte, ist den Hochkant irgendwie zu stellen. Und dann können wir den kleinen Constructor da unten wegnehmen. Und dann steht wenigstens ein ordentliches Ding da. Dann baue ich das so oder so oder so. Ich habe keine Ahnung, wie ich das bauen soll. Ich auch nicht. Was rund oder? Ich meine, ich. Egal. Da mach ich mir jetzt mal keine. Mach ich mir jetzt mal keine Blätter. Oh, nein, ich wollte gar nicht schießen. Hat mal ganz kurz mal die falsche Waffe ausgewählt und dann macht's. So kann es gehen. Das sieht jetzt ganz komisch aus, aber. Was soll das erstmal? Ach, hab ich ja schon wieder. Gibt's doch gar nicht. Was mach ich denn hier noch? Stahlblätter. Oh, ich habe keine Schrägen mehr. Verdammt! Schalali und Schalalum. Ich gehe hier ums Haus rum. Das finde ich ja so. Wunderbar. Oh, wir können Kupferbahn machen. Woo! Was? Wir können Kupferbahn machen? Einen einzigen, ja. Wow! Einen! Ja. Einen ganzen! Ja, also 10 Stück sozusagen. Hättest du nicht gedacht? Nein. Ach, ich mach immer wieder das Licht aus hier drin. Jetzt hab ich den Schotter hier. Ey, das gibt's doch gar nicht. Was mach ich denn? Das gefällt mir nicht. Ich will das einsortieren und vergessen Hälfte. Upsala. Sieht alles ganz gut aus. So. Jetzt ist alles ordentlich. Aua. So, ich werde aber trotzdem ganz schnell die Materialien, die ich jetzt hier schon gebaut habe, verbauen noch. Und dann werde ich das anfangen. Hier kommst du jetzt mal. Wo ist denn der Constructor? Da. So. Ja. Sehe ich das so hin? Na? So. Ja, so geht's sogar.
Naja, ist zwar nicht das Schönste, aber funktional. Besser aus als kantig, glaube ich. Machen wir es hier nochmal ab. Dann so. Also echt, das ist so umständlich, das zu bauen. Heilige Scheiße. Wenn ich mir das vorstelle, dass man damit jetzt auch größere bauen muss mit dieser Variante, ne? Das ist Wahnsinn. Ach, guck mal. Ich baue das so. Das sieht schöner aus. So, ne, so. Ja, so. Diesmal verbrauche ich die ganzen Ressourcen. La 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 la. Da, so. Oh, la, 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 la. So. So, So. da haben wir jetzt runde Dinger. Baue ich hier auch nochmal wieder das rund. Ich kann ja eigentlich auch mal hier, ne? Mal einen lustigen Fliegbub machen. Oh ne, geht nicht. Was willst du? Ich wollte gerade einen lustigen Flugbub machen, aber oh, geht nicht. Jetzt auch Ein uns. Ja, ich bin Flugbub. drum. Ja, ein Flugbub, genau. Was ist denn ein Flugbug? Bub. Bub. Ja, erklär mal, was ist das? Ein Bube, der fliegt. Achso. Hä, Und was wo hast du ist denn die jetzt hier Dame? gemacht? Jetzt ist das Fenster auf einmal. Warum ist denn das jetzt? Ach, Kacke. Ach nö, ich hab's falsch gebaut. Also wieder abreißen. So, ich muss jetzt auf jeden Fall zum Constructor und erstmal wieder hier ein paar Sachen bauen. Ach, was ist denn das hier? So. Ach, siehst du, hier habe ich sogar schon welche vorbereitet. Das ist ja super. Jetzt aber erstmal hier die Richtungsschubdüsen. Schubdüse gepanzert. So, genau, ich brauche jetzt erstmal davon noch ein paar. Oh Ich Mann, brauche ey. noch welche. Habe ich auch Davon noch noch haufenweise davon gebaut. von den Schrägen. Wovon hast du den Haufen gebaut? Von diesen Von scheiß falschen Scheiben. Oh, von falschen Scheiben. Scheiben. Genau, von falschen Scheiben. Brauche ich auf jeden Fall Schubdüsen. Nee, Richtungsdüsen heißen die ja. Wenn wir gleich die gepanzert haben, oder? Nee, kann ich ja gar nicht. Das sind ja gar nicht die Schubdüse gepanzert. Richtungsschub. Ach Dann brauchen wir Mann! zwei Stück von Tinten brauchen wir noch. Titten? Was? Hinten, habe ich gesagt. Ich hab verstanden, Titten. Titten brauchen Und wir noch. davon Schubdüse gepanzert. Davon brauchen wir auch noch mal eine. So, das wollte ich eigentlich bauen. Das habe ich schon noch vor uns weggerissen, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal. Ich auch nicht. Oh, für den Parkplatz. Fahrwerke, baue ich die oder die? Vom Parkplatz nochmal das. Ja. Dann baue ich zwei davon noch. Okay, für Parkplatz machen wir mal. Machen wir 20 Stück. Kisten. Brauchen tue ich das sowieso. Da habe ich doch alles schon, was ich brauche. Das noch. Ach, meine Nahrung. Deine Nahrung geht zu nah. Oh ja, wolltest du nicht mal jagen gehen? Gut, Priorität wieder woanders. Ich gehe mal schnell jagen. Obwohl, vielleicht jagen wir am nächsten Part lieber. Ja, das kann man natürlich auch machen. Ich meine, Ne? ich bin jetzt nicht viel weitergekommen. Ich muss mir echt überlegen, wie ich jetzt die Flügel mache, da links, rechts. Du baust dann irgendwie die Plattform irgendwann mal, wenn du gejagt hast. Genau, wenn ich gejagt habe, baue ich die Plattform und dann baue ich mein Gewächshaus weiter. Genau. Ja, würde ich sagen, dann machen wir das in der nächsten Folge. Und ja, danke fürs Zuschauen. Und Däumchen könnt ihr auch mal hochgeben, wenn ihr möchtet. Und ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Tschüss.